Scheiße, Junge. Gottes Willen, Digga, das ist so mega unheimlich, mega creepy. Ja, hallo YouTube, schon am Start, heute mit einem neuen Video wieder zusammen mit den Ehrengast Nebelix. Hat jetzt hier einen Sonderplatz erhalten, Leute. Wie viele Likes? Sag es, sprech mit der Hand. 10.123. Ihr habt's gehört. Also, ihr müsst das auf jeden Fall schaffen und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, was sollen die Leute machen? Kacken gehen. Genau, ihr wisst Bescheid, Leute. Und heute haben wir wirklich richtig krasse Sachen einfach mal. Geister, die auf Überwachungskameras live aufgenommen worden sind. Und da sind wirklich ein paar Sachen dabei. Oh, das ist mir einfach eiskalt den Rücken runtergelaufen. Also, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht an Geister, dass es Geister gibt. Das ist mir nicht geheuer. Aber diese Aufnahmen, die machen mir teilweise echt Angst. Wir schauen mal rein. Und zwar hier haben wir eine Überwachungskamera in Indien und guckt euch das an, das ist eine ganz normale Straße und jetzt passt auf, seht ihr, in diesem Kreis diese kleine Gestalt, die über die Straße rüberläuft und passt auf, da kommt jetzt ein Fahrradfahrer und noch so ein Motorradfahrer und die reagieren gar nicht, Digga, wenn da einer nachts auf der Straße rumläuft, das war auch ziemlich knapp gewesen, dann hältst du ja an oder weichst aus oder so, aber die reagieren einfach nicht drauf, Digga, das ist mega gruselig. Jetzt guck dir das an, die Autos reagieren auch gar nicht drauf. Oh mein Gott, Junge, Nebelix. Halt's Maul. Oh, Nebelix, bist du noch da? Gut. Ja, leider. Ist jetzt Ruhe, Ruhe. Das müssen wir. Alter, das ist mega unheimlich, ohne Spaß, Alter. Ihr seht, da ist irgendwie so eine weiße Gestalt, die da mitten auf der Straße rumsteht. Ich kann mir das nicht erklären, ohne Spaß, Alter. Nämlich das auch der nächste Fall, den ich mir auch nicht erklären kann, beziehungsweise vielleicht liegt da ein Kamerafehler vor. Wir sehen hier einfach, eine Bar ist geschlossen. Und bei dieser Bar passiert jetzt Folgendes. Ein weißes Licht treibt sich dort rum. Schwierig. Also keine Ahnung, ob es vielleicht Kamerafehler ist oder ob das wirklich ein Geist sein soll. Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also das ist für mich so eine grenzwertige Sache. Die Kamera hat natürlich auch wieder beste Nokia-Auflösung. Vielleicht kann man hier noch was im Replay erkennen. Also das ist irgendwie eine Kamera. Das ist so eine Motion-Sensor-Kamera, die auslöst, wenn sich irgendwas bewegt. Ja? Also die ist quasi die ganze Zeit so auf Standby. Sobald irgendeine Bewegung aufgezeichnet wird, geht die an. Und hier ist es auch der Fall gewesen. Ist schon ziemlich strange. Ich kann es mir irgendwie nicht erklären. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Hier sieht man das Ganze schon wieder ein bisschen deutlicher und das ist wirklich unheimlich. Ich zeige euch erstmal das Video und achtet genau drauf. Ich bin gespannt, ob ihr es zuerst findet. Nebelix, glaubst du an Geister? Sei ehrlich. Ich will nur gehen. Okay. Bruder, mach mir aber bitte keine Angst, Mann. Ja, du beschützt mich, okay? Nein. Du bist der Stärkste. Okay, sehr gut. Gucken wir uns das nächste an, was live im TV übertragen worden ist. Ganz normales Fußballspiel. Ich spiele es erstmal ab. Okay, achtet drauf. Habt ihr was gesehen? Ist schon passiert. Es ist schon passiert. Okay, wir gucken uns nochmal an und ich zeige euch, falls ihr es jetzt noch nicht gesehen habt, zeige ich euch, wo ihr genau hingucken müsst. Und zwar auf die Tribüne. Also hier der Fußballspieler ist egal und jetzt achtet hier oben auf diese Person. Man denkt jetzt, okay, da ist einfach ein Typ, der da gerade auf der Tribüne lang rennt. Aber da passiert was richtig Stranges. Scheiße, Junge. Wir gucken es uns nochmal an. Der rennt einfach durch alle Leute durch. Man sieht es auch, da sitzen Leute. Und der rennt da einfach durch. Was ist das? Das wurde auch im Nachhinein erst gesehen, als man sich die Aufnahmen, weißt du, die Leute, Zuschauer sind ja übelst am Gucken und so, die sehen alles. Und das ist auch erst im Nachhinein aufgefallen. Aber jetzt möchte ich euch ein Video zeigen, wo man safe davon ausgehen kann. Ich weiß, also wenn das wirklich passiert ist, also erstmal, wir sehen hier ein Krankenhaus. Krankenhäuser sind nachts eh unheimlich. Hier haben wir die Zeit 23.43 Uhr. Eine Person in einem Krankenhausflur und die Überwachungskamera. Oh, schreck mich nicht so, du Paulberger. Die Überwachungskamera zeichnet jetzt Folgendes Unglaubliches auf. Die Person läuft. Oh mein Gott, Mann. Plötzlich taucht ein schwarzer Schatten auf, reißt die Person zu Boden und zieht sie noch hinterher. Ja, der Typ rennt natürlich panisch weg. Oh mein Gott, Junge. Also hier sieht man das nochmal in der Nahaufnahme. Das soll wohl das gruseligste Video 2016 gewesen sein. Aber ich sag euch so, wie es ist, Leute. Ich gehe hierbei von einem Prank aus oder irgendjemand, der richtig viele Leute verarschen will. Ich bin der Meinung, das ist fake. Nebelix ist fake.
Okay, gut. Ich weiß, also ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Ich glaube einfach nicht daran, weißt du? Man kann sich viel einbilden, aber das ist zu unreal. Keine Ahnung. Was mir schon mehr plausibel aussieht, ist dieser Beitrag. Und zwar, es geht hierbei um Michael Jackson. Ganz normales Interview. Die filmen so diese Neverland Range, filmen so ein bisschen in das Gebäude rein. Und dann achtet mal hinten auf den Gang. Also ganz normales CNN-Live-Interview hier, keine Ahnung, die filmen da gerade rein. Wahrscheinlich nach dem Tod von Michael Jackson. Irgendwie hier, dass es um die Türen geht, dass die Türen halt mega abgesichert sind und da keine irgendwelche Leute reinrennen können. Ne? Ist natürlich logisch, die Neverland Ranch, Michael Jackson, der war gut abgesichert. Und dann filmt ihr auch mal in diesen Flur rein und achtet am Ende des Flurs, was da ist. Das ist ein kleines Detail, ihr müsst wirklich drauf achten. Boah, Bruder. Nebelix, das ist zu heftig. Achtet hinten auf den Flur. Jetzt kommt es nochmal in Zeitlupe. Die zeigen hier nochmal dieses Schloss, was halt heftig abgesichert sozusagen ist. Achtet am Ende des Flurs, was da lang huscht. Holy moly, Mann. Und da hinten ist es. Der Schatten. Man geht davon aus, dass es der Geist von Michael Jackson ist, der da lang huscht und der jetzt sozusagen immer noch auf dieser Neverland Ranch lebt. Bruder, das ist mega strange, ohne Spaß. Und das kann man bis heute irgendwie nicht zweifelsfrei nachweisen, dass das irgendwie gefaked ist oder so. Es könnte natürlich irgendwie ein Aufnahmefehler sein, ein Schatten, man hat keine Ahnung. Aber das sah ziemlich, ziemlich real aus. Das gleiche hier auch bei dieser Folge, da soll es hier sich wohl um einen Unfall handeln, der da stattgefunden hat. Und bei diesem Unfall ist auch eine Person gestorben. Und als die Reporterin berichtet, von einer Brücke aus passiert Folgendes. Im Hintergrund bewegt sich ein Schatten. Pass auf, ihr seht es jetzt noch genauer, jetzt wird es hier noch eingeblendet mit so ein Dings. Also da fällt irgendwas von Himmel und läuft dann so ein bisschen über die Straße. Also man könnte rein, oder es schwebt. Man könnte rein interpretieren, dass es irgendwie so eine menschliche Person ist, eine Seele. Keine Ahnung, Digga, das ist mega unheimlich. Diese Aufnahmen hat man auch erst im Nachhinein gesehen, als das Videomaterial nochmal gesichtet worden ist. Holy moly, Alter. Leute, schreibt's unten in die Kommentare. Glaubt ihr an Geister oder glaubt ihr, dass das real ist? Genau bei diesen Sachen. Es gibt unheimliche Orte überall auf der Welt. Das ist keine Frage. Viele Orte haben Legenden etc. mit sich. Und hier geht es um den Ghost von Whiskey Bill. Whiskey Bill war irgendein Typ gewesen, der da gelebt hat. Ich weiß nicht, ob der da auch richtig Session gemacht hat, aber es war irgendwie ganz komisch gewesen. Hier ist jetzt jedenfalls nur noch eine Ruine aus seinem Haus. Alles abgerissen und dieser Typ, Kelly Lessem, berichtet davon, dass dieser Whiskey Bill immer sich noch da rumtreibt. Es gibt Audioaufnahmen und sogar Fotos. Und holy moly, Digga, das. Ich hab. Nebelix, ich hab eigentlich Angst. Beschütz mich, okay? Ich habe Hunger. So, der erzählt jetzt von seinen Geschichten. Da soll wohl dieser Whiskey Bill gesessen haben. Und der hat ein Foto gemacht. Und hier, oh mein Gott, guck dir das an. Oh, das sieht richtig unheimlich aus. Hier soll dieser Whiskey Bill sein mit so einem Cowboy-Hut. Und das ist nicht nur das Unheimlichste, es geht weiter. Er berichtet weiter. Es gibt noch ein weiteres Foto, das er aufgenommen hat. Oh mein Gott, da waren zwei Kreuze und dieser Whiskey Bill im Hintergrund. Alter, Mann, scheiße. Und dann gibt es noch diesen Typen, der da irgendwie war. Und das gibt ja so einen Ghost Hunter, glaube ich. Und der hat mit so einem Audiogerät was aufgenommen. Ja, er freut sich natürlich. So, und hier spielt er die Audioaufnahmen ab, die er in diesem Bereich aufgenommen hat und wo man davon ausgeht, dass es sich hierbei um diesen Whiskey Bill handelt. Gottes Willen, Digga, das ist so mega unheimlich, mega creepy. Dann gibt es noch eine Message, die er sozusagen in den Sand reinschreibt und viele Leute berichten, dass da mega unheimliche Dinge an diesem Ort passieren. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Typ sich einfach nur wichtig machen will und irgendwelche Sachen. Ja, hier. Da sind irgendwie hier Fußspuren.
Und der Typ berichtet halt richtig krass. Ich kann mir auch ganz ehrlich sagen, das ist irgendwie so ein ganz stranger Typ. Vielleicht will er sich nur aufspielen und will irgendwie ins Fernsehen kommen. Könnte sein und hat das alles so ein bisschen gefaked. Man weiß es nicht. Leute, schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare, wenn ihr davon einen zweiten Teil sehen wollt, Leute. Like den Abonnier-Button. Abonnieren, ihr wisst Bescheid, Leute. Nebelix, du hast das letzte Wort. Bitte lass mich hier runter. Haut da rein, kurft da hin. Standesgel ist in.